Was kannst du tun, um noch mehr dein eigener Weihnachtsmann zu sein? Was kannst du tun, um dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und Gas zu geben? Und was kannst du tun, um denen zu helfen, die deine Hilfe brauchen? Hast du dich schon einmal gefragt, welchen Weihnachtsmann Multimillionäre haben? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn Gewinner glauben nicht an denselben Weihnachtsmann wie andere Menschen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer und ich habe eine ganz wichtige Weihnachtsgeschichte für dich. Ich muss dich ein bisschen warnen. Es ist nicht so eine übliche Weihnachtsgeschichte. Es ist eine Geschichte, die wirklich aufrüttelt. Und vor allem ist es eine wahre Geschichte und sie handelt von Glenn. Aber Weihnachten ist die Zeit des Gebens und der Nächstenliebe. Bevor ich mit der Geschichte starte, möchte ich dir deshalb etwas schenken. Mein Weihnachtspaket. Und zwar als Dankeschön dafür, dass wir mit deiner Hilfe die 100.000 Abonnenten auf YouTube geknackt haben. Und natürlich, weil heute Weihnachten ist. Also ganz lieben herzlichen Dank an dich. Dein Weihnachtspaket besteht aus drei Teilen. Es sind drei Bücher, die ich geschrieben habe. Einmal Mentale Alchemie, das ist ganz neu, zeigt dir, wie du dein Leben, ganz gleich wie es jetzt ist, in etwas verwandeln kannst, das Gold ist. So wie die alten Alchemisten, die gesagt haben, ich kann aus jeder Substanz Gold machen. So können wir aus unserem Leben ein schöneres, ein besseres Leben machen. Das zweite Buch, Ein Hund namens Money, das erfolgreichste Kinderbuch über Geld weltweit. Auch das ist sicherlich etwas, von dem du eine Menge lernen kannst, wenn du es dann machen möchtest. Und das dritte, Die Gesetze der Gewinner. Das ist für mich das Persönlichkeit, auch wenn ich es geschrieben habe, das Persönlichkeitsbuch im deutschsprachigen Raum. Schlechthin. So, jetzt aber zu Glenn und der Weihnachtsgeschichte. Glenn ist ein kleiner Junge und er wird in einer wirklich armen Familie groß. Weihnachten feiert Glenns Familie zusammen mit einer anderen Familie, nämlich der Familie von Glenns Cousin. Und das Problem ist, die Familie des Cousins ist richtig reich. Also Glenns Familie arm und die des Cousins richtig reich. Und ich meine richtig reich. So, und jetzt verbringen diese beiden Familien das erste Weihnachten zusammen. Und da bekommt Glenn etwas geschenkt, nämlich ein paar Süßigkeiten, ein paar Äpfel und Nüsse, aber nicht das, was er sich gewünscht hat. Er wollte nämlich ein Fahrrad bekommen und sein Cousin, der reiche Cousin, bekommt ein nagelneues, prächtiges Fahrrad. Und Glenn versteht die Welt nicht mehr. Wie ungerecht ist das denn? Ja, spinnt der denn, dieser Weihnachtsmann? Und der Frust ist ziemlich groß. Aber Glenn hat ein helles Köpfchen und so fragt er seinen Cousin, sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Wieso hast du das Fahrrad bekommen? Wie hast du das angestellt? Sagt der Cousin, naja, das weiß doch jeder. Man muss an den Weihnachtsmann einen Brief schreiben. Ja, das leuchtet Glenn ein. Er hat selbst keinen Brief geschrieben, sondern hat halt nur die Süßigkeiten, Äpfel, Nüsse bekommen. Und klar, dass der Cousin dann eben das Fahrrad bekommen hat und er eben nicht. Glenn nimmt sich also vor, im nächsten Jahr, da wird er auch einen Brief schreiben. Und das behält er auch. Vor Weihnachten schreibt er seinen Brief. Lieber Weihnachtsmann, ich hätte gerne ein Luftgewehr. Und erklärt auch, dass er sich immer Mühe gegeben hat, dass er artig und brav war, dass er die meiste Zeit lieb war zu seinen Eltern. Und dann legt er diesen Brief, feinsäuberlich geschrieben, abends auf den Sims des Kamins. Ja, dann kommt Weihnachten. Die beiden Familien, die feiern wieder zusammen und es passiert das, was passieren musste. Der Cousin bekommt das Gewehr, genau das Gewehr, das er haben möchte, das er sich gewünscht hat. Glenn bekommt ein paar Süßigkeiten, ein paar Nüsse und Äpfel. Und diesmal ist Glenn aber wirklich tief frustriert. Der hat doch auch einen Brief geschrieben. Entweder ist der Weihnachtsmann ein kompletter Depp oder komplett unfair. Aber Glenn wollte ja nicht aufgeben. Also fragt er seinen Cousin, sag mal, vielleicht liegt es ja auch daran, wie man so den Brief schreibt. Kannst du mir deinen Brief zeigen? Und tatsächlich, der Cousin, der hatte ein paar Worte vollkommen anders benutzt. Und als es im nächsten Jahr dann wieder auf Weihnachten zugeht, fragt Glenn seinen Cousin, sag mal, gibst du mir vielleicht deinen Brief, dann kann ich ihn abschreiben. Der Cousin, der lächelt etwas hochnäsig und sagt, na klar, kannst du das. Und lächelt so hintergründig. Aber Glenn hat das nicht so bemerkt, er nimmt den Brief, schreibt ihn eins zu eins ab. Er wollte auch einen Pony haben wie sein Cousin.
Und es sollte auch schwarz-weiß gescheckt sein. Und er schreibt also den Brief wirklich eins zu eins ab und er legt ihn wieder fein säuberlich auf den Kaminsims. Und dann kommt Weihnachtsabend, Glenn bekommt ein paar Süßigkeiten, Äpfel und Nüsse und der Cousin bekommt ein Pony. Und er hat Glenn noch nicht mal auf dem Pony reiten lassen. Da ist dann Glenn wütend aus dem Zimmer gelaufen, den ganzen Weg bis zur Scheune. Und dann hat er sich da in den Schnee gesetzt und hat bitterlich geweint, aber mehr vor Wut. Und langsam verwandelt sich die Wut so richtig in eine Mega-Wut. Und auf einmal hört er auf zu weinen, steht auf und schreit aus voller Lunge: Weihnachtsmann, du verarscht mich nicht mehr. Von jetzt ab bin ich mein eigener Weihnachtsmann. Jetzt muss man wissen, dass Glenn, als er ein junger Mann war, innerhalb von 24 Monaten 100 Millionen Dollar Vermögen aufgebaut hat, nachweislich. Er hat also gelernt, dass er sich auf sich selber verlassen muss, dass er Verantwortung nicht abgeben kann. Und hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt für jeden von uns im Leben. Wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir lernen, unser eigener Weihnachtsmann zu sein. Wir ziehen also die Mütze selber auf. Wir sind unser eigener Weihnachtsmann. Wir dürfen dann nicht auf mildtätige Gaben von anderen warten, sondern wir nehmen unser Leben selbst in die Hand und wir verstehen, wir lernen, uns selbst zu beschenken. Deswegen auch mein Geschenkpaket an dich. Das sind alles, diese drei Bücher sind alles Anleitungen, wie du dir selber die Version, die beste Version von dir selber schaffen kannst, wie du dir selber das größte Geschenk des Lebens machst, nämlich jemand zu sein, der in den Spiegel schaut und stolz auf sich ist. Der in den Spiegel schaut und sagt, ja, ich habe vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber ich habe Gas gegeben und ich habe das Beste aus mir herausgeholt. Das ist das größte Geschenk, das wir uns machen können. Das soll uns jetzt natürlich nicht die Romantik von Weihnachten zerstören. Natürlich ist es wunderschön, etwas zu schenken. Und natürlich ist es auch wunderschön, etwas geschenkt zu bekommen. Aber es ist auch wichtig, in dieser besinnlichen Zeit zu verstehen, wenn wir anderen etwas schenken können wollen, dann müssen wir es zunächst mal selber haben. Ich kann niemandem etwas geben, was ich nicht habe. Darum müssen wir lernen, unser eigener Weihnachtsmann zu sein. Das heißt, unser Leben selber in die Hand zu nehmen und zu der besten Version von uns selbst zu werden, die wir sein können. Wir dürfen nicht auf Almosen warten von anderen. Selbst sozialdemokratische Kanzler haben das erkannt. Willy Brandt hat einmal gesagt, jeder Mann, jede Frau muss sich bewusst bleiben, dass nur gegeben werden darf, was nach den Regeln wirtschaftlicher Vernunft gegeben werden kann. Das gilt also auch für Regierungen. Und dann noch ein Satz, diesmal von Gerhard Schröder, der ist zugegeben ein bisschen anders, der Mann. Aber er hat etwas sehr Wahres gesagt über soziale Verantwortung. Er sagt, sozial heißt für mich, jeder hat die gleichen Chancen. Das heißt aber auch, jeder hat die Pflicht, seine Chance zu nutzen. Das meine ich. Wir dürfen nicht erwarten, dass der Staat unser Weihnachtsmann ist. Und auch nicht unsere Eltern, die sind auch nicht unsere Weihnachtsleute, außer wir sind klein. Und auch nicht unser Arbeitgeber. In der Bodo Schäfer Akademie bekommt jeder ein Weihnachtsgeld, ein volles 13. Gehalt. Das ist nicht in jeder Firma üblich. Und ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du kein Weihnachtsgeld bekommen solltest. Bist du dann enttäuscht? Das ist ein bisschen so wie mit dem Weihnachtsmann. Auch hier müssen wir lernen, unser eigener Weihnachtsmann zu sein. Wenn du kein Weihnachtsgeld bekommst, ja, dann schaff dir selber eins. Such dir einen Nebenjob, eine Nebentätigkeit oder eine kleine Selbstständigkeit. Und wenn es nur ein paar Stunden in der Woche sind. Aber mach dein Glück nicht abhängig vom Staat, von deiner Firma oder von deiner Familie. Sei dein eigener Weihnachtsmann. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber dieser Gedanke ist so unglaublich wichtig. Ich glaube, es ist eines der größten Privilegien in unserem Leben, wenn wir anderen etwas schenken können. Und je mehr wir haben, desto mehr Verantwortung haben wir auch für die, die nicht so viel haben. Du kennst wahrscheinlich den alten Spruch, wenn du Menschen wirklich helfen willst, dann gib ihnen keinen Fisch, sondern lehre sie, selber Fische zu fangen. Und das ist der Inhalt meines Lebens. Ich helfe Menschen und zeige ihnen, wie sie selber die Fische fangen können.
wie sie finanziell frei werden können, wie sie ihr eigenes Unternehmen gründen können, wie sie so gutes Marketing machen können, dass sie auch sehr gut von ihrer Selbstständigkeit leben können, wie sie automatisch die richtigen Kunden anziehen. All das ist mein Lebenswerk. Aber ich habe auch ein zweites. Denn ich weiß, dass es Menschen gibt, die zu schwach sind, um selbst Fische zu fangen. Ich bin fest davon überzeugt, diesen Menschen, die müssen wir helfen, du und ich. Es ist für mich ein unglaublicher Missstand, dass in unserem reichen Land, dass es da Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, sich frisches Obst zu kaufen. Weil sie einfach nicht genug Geld dafür haben. Das dürfen wir nicht ausblenden. Das ist so. Mit meiner Stiftung helfe ich einigen älteren Menschen, denen es so geht. Und wenn du dich mit diesen liebenswerten älteren Menschen unterhältst, dann verstehst du, hier läuft etwas falsch. Das darf nicht sein. Ich kann auch nicht verstehen, dass in unserem Nachbarkontinent, in Afrika, so viele Menschen das Mindeste nicht haben, was man für ein menschenwürdiges Leben braucht, was notwendig ist. Und darum habe ich mit meiner Stiftung zusammen mit einem Kollegen in den letzten fünf Jahren, jedes Jahr eine Schule in Afrika gebaut. Eine Schule, in der jeden Tag 400 Kinder Unterricht bekommen. Also zusammen sind es weit über 2000 Kinder. Die bekommen nicht nur Unterricht, sondern die bekommen als erstes mal eine Schuluniform und ein warmes Essen jeden Tag. Das heißt, die werden ja praktisch so Botschafter eines besseren Lebens. Wenn die nach Hause gehen in ihrer Familie, dann erklären die auch etwas, dass man Essen waschen muss und was mit so einer Uniform auf sich hat. Das verändert die Gesellschaft von innen heraus. Und ich glaube, wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir immer mit den Kindern anfangen. Wenn du einmal mit mir nach Afrika fährst, dann wirst du verstehen, was das bedeutet. Inmitten all der Armut, wirklich, das sind manchmal Gerüche und da siehst du Dinge, das willst du gar nicht so sehen, wenn du durch die Slums gehst mit mir. Und dann stehst du in so einer Schule plötzlich und begreifst, wie sehr diese Schule der Stolz dieser Menschen ist. Und dann findest du Kinder, die unglaublich würdevoll in einer ganz sauberen Schuluniform da stehen, die das tragen. Und auch das meine ich damit. Wir müssen lernen, unser eigener Weihnachtsmann zu sein. Statt über die Missstände der Welt zu klagen und uns dann besser zu fühlen. Ja, ich beklage das ja. Ich demonstriere auch rum. Sollten wir überlegen, was tun wir denn? Was können wir tun? Ich kann nicht ganz Afrika helfen. Aber jedes Jahr eine Schule bauen oder in Zukunft vielleicht sogar zwei pro Jahr, das kann ich. Und meine Weihnachtsfrage an dich lautet, was kannst du tun? Was kannst du tun? Was kannst du tun, um noch mehr dein eigener Weihnachtsmann zu sein? Was kannst du tun, um dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und Gas zu geben? Und was kannst du tun, um denen zu helfen, die deine Hilfe brauchen? Ich wünsche dir von ganzem Herzen ein besinnliches Weihnachten, eine schöne Zeit mit deiner Familie, ein paar ruhige Stunden, um darüber nachzudenken, wie wirst du dein eigener Weihnachtsmann. Und dann wünsche ich dir, dass du dir deine Überlegungen aufschreibst und das Jahr 2019 noch anders beginnst als das letzte Jahr, mit noch mehr Verantwortung, mit noch mehr Power, mit noch mehr Fokus, mit noch mehr Zielbewusstsein, mit noch mehr Mut, mit noch mehr Neugier und Wissensdurst. Und ich wünsche dir, mach aus dem Jahr 2019 das Beste deines bisherigen Lebens. Und jetzt wünsche ich dir frohe Weihnachten. Ich wünsche dir, dass du an diesem Weihnachten beschließt, dein eigener Weihnachtsmann zu werden für den Rest deines Lebens. Ich weiß, dann wird es dir gut gehen. Dann wirst du vermögend werden. Dann wirst du ein Vorbild sein für andere in unserer Stadt und in unserem Land. Und dann wirst du anderen helfen können. Frohe Weihnachten. Wenn ihr in 2019 kein Video verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal hier und aktiviert die Glocke.